So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift 2 Unleashed und Zeitfahrweltmeisterschaft, haben wir gesagt. Aber wir kaufen uns heute ein Auto. Es kam der Wunsch, wir sollen uns eins kaufen, also tun wir das doch mal. Nach Leistung. Dazu brauchen wir einen Nissan. Ne, nicht den da. Wir kaufen uns gleich den guten. Wo ist er denn? Unser V-Spec. Der wäre schon schön. Also Need for Speed Edition ist noch besser. 1180 gegen 1150 gegen 900. Der sieht schon cool aus. Der ist noch breiter und bulliger. Ich weiß bloß nicht, ob wir den so tunen könnten. Ich kaufe mir den normalen. Ja. Kaufen bitte. Was los? Ne, jetzt halt nicht mehr. Entschuldigung. Hersteller wieder. Ach, ein GTR. Ach stimmt, den haben wir ja auch noch. Ah, der ist schon geil da. Entschuldigung. Die Optik, ein Lack. Metallic in Chrom. Ne, in Carbon war die Farbe. Ich weiß bloß nicht, wie wollen wir das machen, dass wir Carbonfarbe herkriegen. Ich wäre ja eigentlich für ein blaue. So, 65% blau. Oder natürlich ein komplett weiß. Das spiegelt aber so krass. Matt weiß fände ich jetzt halt auch ganz cool. Oder matt blau. Ne, matt blau gefällt mir gut. Das nehmen wir. Jo, Felgen. Ich habe keine Ahnung, welche da gut ausschauen. Weil die sind mir ein bisschen arg klein. Die sehen ganz cool aus. Ernsthaft, das sind 18 Zoll. Ach du Scheiße, da müssen wir doch wohl wingen. Größer gehen. Was geht denn da so? Ah, fuck, ist das alles klein bei dem Auto. Da brauchen wir mindestens ja solche. Mindestens 20 Zoll. Ich hab keine Ahnung. Hässlich. Ich würde fast sagen, die nehme. Ups. Ne, das sieht gut aus. Lack können wir auch Federn lackieren? Nee. Schade. Doch, die passen halt echt gut drauf auf das Auto. Wir müssen B bleiben auf jeden Fall, Leute, das ist klar. Motortausch, V8, Nissan GT-R, GT1. Nein, will ich gar keinen anderen Motor.
Neue Kupplung, Differential und anderes Getriebe. Ja, gut. Durch den Turbo gehst du halt wieder richtig steil. Voll hochgezüchtet war ja der Wunsch. Nein. Jo, dein Cockpit können wir noch reinmachen. Sind wir an der Grenze. Zimmer B mit 1400 und 1500 wäre dann A. So, Zeitfahren. Schauen wir mal, ob Chris es Rado klappt. nimmt in seinem unglaublichen Team Need for Speed Ski und TC am Event teil. Schaffst du die schnellste Rundenzeit, bekommst du seinen Wagen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Sorry Leute, jetzt ist das Spiel gerade abgeschmiert. Wir sind im Rennen und los geht's. Rado ist echt schnell wie sonst was. Sieh einfach zu, dass du schneller bist, okay? Viel Glück. Boah, der sieht geil aus. Also mir gefällt der voll mit der Farbe und allem echt geil. Sieht aber schnell aus. Ich komme gerade irgendwie auf die Lenkung von dem Auto nicht klar. Jawohl, das ist Bockel hat die Lenkung einfach nur. Alter, wenn der aufs Gas latscht. Boah, es ist krank. Und jetzt hat Baum. Der presst sein einfach nur noch weg. Kein Halten mehr. Boah, scheiße, mich treibt's voll raus. Kacke, falsche Taste, Entschuldigung. Gott, ich muss mich so anstrengen, das ist ja der Wahnsinn. Ach Leute, wisst ihr was? Ich wollte eigentlich einfach mal Danke sagen. An euch. Dass ihr die Videos schaut, dass es euch Spaß macht. Ups. Und ja, dass ihr einfach so schön fleißig dabei seid. Das freut mich immer wieder zu sehen. Jeder einzelne Daumen nach oben, jedes Kommentar und jede Interaktion auf dem Video ist einfach echt göttlich. Echt schön. Danke dafür. Würde ich jetzt halt jedem von euch einen Daumen nach oben geben können, würde ich das jetzt machen. Kacke, voll verbremst. Shit, ich kann nicht Vollgas fahren mit dem Auto. Oh, und der ist schnell. Das Lenkrad rumreißen muss. Jetzt habe ich abgekürzt. Ich will jetzt halt nicht sagen, aber ich glaube, ich bin schon schlimmer abgekürzt. Ich muss einfach nur schauen, dass ich an dem dran bleibe. Mit seinem Sion. Mit Ultraspoiler und Frittentheke. Ups. Jetzt habe ich abgekürzt. Ja.
Die Kurve raff ich irgendwie nicht. Alter, schaut es euch an, wie der abzieht. Das ist ja gestört. Der hat eine 1,12 gefahren. Nee, Leute, ist klar, oder? Ernsthaft eine 1,12. Ach, stimmt, das hat ja hier nichts mit A oder B oder so zu tun. Sondern da kannst du ja eigentlich so hoch gehen, wie du willst. Der. Krank. Eine 1,11. Ja, nee, ist klar, Leute, ist klar. Würde einfach mal interessieren, was der vor mir für eine Bestzeit hat. Problem ist die Lenkung, dass ich da irgendwie höllisch auch bremse immer, weil ich einfach voll spät rumkomme. Aber ich bin Dritter, dem Anschein nach. Letzte Runde auf jeden Fall schon wieder krass. Nochmal eine Schnellze, 1,10. Übertreib. Gut gemacht, wir sind auf dem Treppchen. Ja, aber Dritter ist scheiße, Leute. Da haben dann die 1,15,7, oha. Das war übel. Finde ich. Boah, viele Kurven mit dem Auto bei Nacht ist nicht cool. Kommt da mit seinem Sion durch? Ich frage mich, was bei dem abgeht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar mit dem Porsche besser klarkommen würde. Weil der GTR, ich weiß nicht. Der fährt sich irgendwie geil, aber einfach so stocksteif. Vor allem so schwer, so behäbig. Ach Gott, keine Kurve erwischt. Ach, jetzt hat auch noch Rundzeit nicht gewertet. Hätte ich jetzt dadurch effektiv einen Vorsprung. Ich bin nur Vierter, also ich will mindestens Zweiter oder Dritter werden. Ich weiß doch, die wird doch so das unerwertet.
mal was probieren. So, möchte ich in der normalen Cockpit fahren. Vielleicht so irgendwie besser noch klarkommen. Ich bin auch nur 6 Sekunden langsamer. Ich darf hier nicht so arg abbremsen, das ist voll übertrieben, was ich mache. Das meine ich in solchen Situationen, ist einfach kacke, das Auto, weil es so groß, so schwer, du kommst hier einfach nicht richtig um die Kurven. Da wäre so ein kleiner, flinker Flitzer à la Porsche einfach echt besser. Alter, der fährt noch als eine schnellste Runde, der ist bei 50,2 mittlerweile. Zeit gekostet haben. Ernsthaft, der hat meine neueste schnellste Runde gefahren. Welch Wunder! Halt irgendwie von Runde zu Runde schlechter. Das finde ich erstaunlich. Abgekürzt, ach, leck mich am Arsch. Das bleibt mir vorne wahrscheinlich. Na, mit Sicherheit bleibt mir vorne, also wir werden auf jeden Fall nicht Dritte. Sag ich mal. Scheiße. Das ist echt doof. Halt einfach nur noch geradeaus. Naja, man kann nicht immer gewinnen. 55,3, Alter. Jetzt ist immerhin Tag. Water Fan Fuel IGN. Der Lambo hinter uns macht eingewürgt.
muss irgendwie auf das Auto klarkommen. Komm, komm, komm! Rum, Mann! Weiter, yeah. Nicht mal so eine Runde und es passt. Ein bisschen besser, der hat eine 3 Sekunden. Davon abgesehen wird er sich noch 10-mal verbessern. Ich werde hier wohl jede Runde rausfliegen. Fail. Beim Bremsen auch noch in die falsche Richtung gedrückt. Dabei sollte ich ja sowieso natürlich. Bla bla. Kacke, wie langsam wollte ich denn noch rum? Bin ich blöd, da ist das als Ziel. Das spiegelt sich da in der Zeit wieder eine 1,19. Ich fahre aber meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Bla bla bla, ich habe gar nichts gesagt. Arschloch, ramm mich noch einmal und ich komme zu dir heim. Dann gibt's aber definitiv mal eine auf den Sack hier. Nein, nicht geil. Und nochmal langsamer. Yes. Und das Feedback hört von meinem Controller. Ey, dude. Die einzige Kurve, oder das ist eine der Kurven, wo ich glaube ich nie meistern werde, weil ich einfach nicht weiß, wie man sie richtig zu fahren hat. Wieder eine 1,19,3. Ich weiß gar nicht, wie ich eine 1,18,8 gefahren bin. Das kann ich mir nicht erklären. Scheiße.
bin Kleister, aller Meister. Gibt's zum Kleister, bei die Meister. Und danach das Schild umrumpeln. Rundenzeit wird nicht gewertet. Nee, nicht gemacht. Letzte Runde hat es schon wieder aufblinkt. Die Kurve kannst du nicht gleichmäßig fahren. 16, 17, 18, 19, 4. Du stehst auf dem Treppchen. Zweiter, Alter, was willst du mehr? 19, 0. Oh, hat man Glück. Da hatten wir Glück, die Leute. So, letztes Rennen. Bereit? Mitten in der Kurve? Wetten? Ja. Los. Weil ich auch wieder unbedingt an dem Porsche vorbei musste. Dass ich auch hier vorbeifahren musste. Früher lenken, Schatz. Egal wie ich einlenke, ob er der so richtig dann nach der Fahrtür. Er fährt einfach dazu wirklich dahin, wo ich auch bin, lenken. Zumindest brauchen die Räder ziemlich. Jetzt ist es umsetzen. Ich habe halt auch keine Gewichtsreduzierung drin, was halt ultra sinnvoll bei dem Auto wäre. Ich meine, ich kann jetzt auch keinen A4 auf direkten Sportwagen umrüsten, das ist halt irgendwo nicht so wirklich sinnvoll. Ne? Also die Bremsen machen aber auch schon verdammt viel aus und machen das Rennen noch leichter. Nur 4 Sekunden erstmal. So langsam wie Radu. Ich darf das. Ein bisschen eben ausfahren ist ja okay. Aber das Auto fährt sich einfach schwerer als der Porsche. Der GTR, der ist halt der richtige Sportwagen. Nicht so Kindergarten hier, wie so ein Porsche. Nee, Spaß, aber keine Ahnung, an was es liegt. Och nee, sagt bloß, er hat eine neue schnellste Runde gefahren. Mit einer 1,5, hey, da sind wir schon bei 5 Sekunden. Wir haben uns verbessert um eine halbe Sekunde. Ich soll vielleicht auf die Straße schauen und dann auf die Zeiten, dann würde ich vielleicht auch an den SLR da vorne mal ranfahren. Hier fahren wir jetzt oder so. Immer raus und diesmal fast bis zur Wand. Ne, ich meine, zweiter Platz ist realistisch, erster Platz ist unmöglich. Also wir bauen unseren Sion auch auf Zeitfahrauto um. Strecke hat gekürzt. Am Arsch. Kannst du mich mal hier, weil ich sehe es hier. Falkenteil. Hey, 1,45. Der wird pro Runde halbe Sekunde schneller.
Mal ganz doppelt. Das war knapp. Ernsthaft? Warum? Anders gibt das, dass ich es nicht kann, ne? Schau mal an, langsam der ist ein Knüppel rum. Das ist der. Nein! Komm! Das ist schon wieder Rundenzeit abgekürzt. Bild geht aus meinem Kopf auf jeden Fall. Wie der seinen Knüppel umlegt, wollte ich jetzt halt eigentlich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, wie ich den meinen Knüppel. Nein, hört ja auch keinen. Mein Joypad, Joystick. Wenn ich den umlege, der braucht so lang, bis der das macht. Also umsetzt. Um unsere eine Straße hier neben dran. Ist halt nicht direkte Umsetzung. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aber ich muss es halt, wenn ich jetzt bei mir auf Anschlag gehe, wenn ich jetzt auf Anschlag. Na gut, bis ich das ausspreche, ist er auch dran. Aber im Kopf geht es einfach zu langsam. Und das ist halt aber so ein Punkt, weißt du, da sage ich, nö, ist nicht cool. Dauert einfach wirklich echt zu lang. Und das meinte ich eben mit schwergängig. Schau, das ist nicht. Der reißt es nicht irgendwie rum, der macht es so. Oh la la la. Jetzt fahr ich hier schon wieder raus, verdammt. Ne, was ist hier so ganz gewöhnlich? Oh, ich fahre jetzt ein bisschen einkaufen. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Spezi, ein bisschen kaufen. Ein bisschen spulen lassen das Auto auf dem Parkplatz. Genau. Ich glaube, die Kurven jetzt hier verwechselt. Ich wollte eigentlich für die bremsen. Aber halt falsch, einfach. Nein, oder? Chris hat dort eine neue schnellste Runde gefahren. Gut gemacht, Mann. Super gefahren. Eins vier, eins fünf, eins elf. Ja, passt. Yes, haben wir geschafft. Aber wir kriegen halt so eine Kiste nicht. Hotlap-Herausforderung ist das nächste. Oder driften könnten wir noch. Wir können auch nochmal Mod in D fahren. Ne, wo ist ein Mod in A? Hier. Okay. Hotlap-Herausforderung machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Haut rein, macht es gut. Bis dann. Tschüss.